geruckzuckt. Wow. Glück los. You've won the battle. Aua. Genau. Uff. Haben wir auch einen blöden Ruckzucki. Wo krieg ich einen Rasfratz her? Ich hab doch gerade auf Route 1 einen Rasfratz besiegt. Was soll das denn? Frechheit. Frechheit. Dudum. Beating Ratatat und Rotwein Machine. Komisch. Komisch, 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 komisch. Also eigentlich muss ich schon alles auf Level 7 bringen, erstmal, damit ich für ein bisschen weitermachen kann. Was natürlich ein bisschen dumm ist. Nido! Ja, aber hinzugefügt. Aber hier oben taucht es nicht auf. Also es ist hier nicht drauf. Hier, Poké Time, 3.28 Uhr. Aber 16.28 Uhr? Stimmt. Ist einfach 13 Stunden verschoben. Also, oder? Andere Richtung, 11. Ob ich bei Silber 11 Stunden voraus? Das ist ja strange. Was ist eigentlich mit dem hier rede? Ich habe die Möglichkeit, die versteckten Kräfte deiner Pokémon zu überprüfen. Welches möchtest du mich überprüfen lassen? Das. Deine Spielerack hat versteckte Kräfte von Typ Gift. Typ Gras? Okay. Hier gibt es wahrscheinlich was ich in der Mechanik nicht kenne. Ja, ich habe das kämpfende Hut. Keke, Hut. Ja, und psychisch Rasfratz, what the fuck? Die immer Weiterentwicklung der Technologie ist unvorhersehbar. Eine Pokémon-Trainer-Lizenz bedeutet, dass du 6 Pokémon gleichzeitig dabei haben kannst. Allerdings sind Pokémon digitalisiert, wenn sie in dem Pokéball-Device sind. Deswegen werden sie auch digitalisiert im Computersystem, wenn du eine volle Leinwand weiteres fängst. Also kannst du im System weitere Pokémon lagern. Und kannst sie auch so rausholen in dein Setup. Was macht denn ihr hier? Jetzt hier die Junge, die Lautstärke von euch taugen nichts Pokémon-Trainer. Das war einmal eine freie und friedliche Welt, aber jetzt ist alles weg von diesen jungen Pokémon-Trainern. Die denken, die können durch die Straßen rennen und alles gehört ihnen, den Pokémon. Ich sag dir, die Diktatur ist auf dem Vormarsch. Diese Kinder und ihre Machtfantasien. Margot, George. Ich weiß, er klingt, er ist in einem, was? Eine V-Mode. Du bist in einem schlechten, du hast schlechte Laune, aber zu. Jetzt, hier bin ich und jetzt kommt mir meine Schokolade. Manche Texte ein bisschen lustig. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier hochgehe? Muss ich noch irgendwas machen? Wer bist denn du da? Guck, guck. Diese Pokébälle, die du verschwendest. Das Pokémon hast du, oder? Es ist so toll, Pokémon jederzeit bei sich haben zu können. Überall. Ein Safcon gesehen. Wer bist denn du? Ich gehe manchmal in Pewter City einkaufen. Ich habe nur einen gebundenen Pfad durch den Wald nehmen, wenn ich da hingehe. Okay. Ich jetzt hier hingehe? Ja, der quatscht mich an. Nee, du siehst aus wie ein neuer Trainer. Warum gehst du nicht in die Schule? Okay. Blöder Dude. Blöder Dude. Ich will die Schule gewinnen, da muss ich irgendwie Level 8 haben oder so ein Quatsch. Sonst wäre ich da übel verprügelt. Was für Kacke. Es hält ewig auf hier, die erste Stadt. Schrecklich. Ich versuche mal die glaube ich, die Dings da. Ich kann ja die nicht speichern, ne? Ja, versuchen wir mal. Mal sehen, was passiert. Ich meine, wir haben ein Level 6 und 3 Level 7er gegen einen Level 8er, soweit ich weiß. Mal sehen, was das wird. Hallo! Willkommen in der Viridian-Schule, wo alle die Grundlagen für Pokémon-Meister beigebracht werden. Für unsere besonderen jungen Trainer. Oder wertvollen jungen Trainer. Phew, ich versuche einfach meine Notizen zu merken. Ah, du möchtest mit dem Lehrer reden, um hier eingeschrieben zu werden? Geh runter und er wird vielleicht mit dir reden. Oh, kann man nicht lesen. Was ist denn das hier? Das Pokémon-Dingens? Ich will auch nicht mitreden, ach komm. Aber habe ich jetzt aber mehr erwartet. In einem Pokémon-Spiel, kein offizielles, aber. Hallo! Ich denke mal, du bist hier, um mehr über Pokémon zu lernen. Leider ist ein Trainer bereits da. Was a trainer here already for that? Außerdem, leider ist gerade ein Trainer bereits da für den Platz. Vielleicht kannst du mit ihm reden und über den Platz verhandeln. Hallo, Jackson. Du folgst mir, oder? Hast du endlich jemanden gefunden, zu dem du aufschauen kannst? Oder versuchst du einfach nur meinen Eevee wieder zu klauen? Evoli. Oder versuchst du mir an den Platz hier an der Schule zu klauen? Du Lügner! Ich habe so hart für diesen Platz gearbeitet. Du willst einfach wegnehmen. Komm, bring dein Pokémon raus und kämpf gegen mich. Poison Sting. Ich hoffe mal, das poisoned. Sonst habe ich ein Problem. Poison Sting. Aber ich bin eh tot. Painted. Pokémon. Rasfratz. Ruckzucklieb. Das tut halt wirklich alles. Das ist so übel. Das tut halt alles. Pack. Das ist auch wieder egal, was ich jetzt tue, weil jetzt bin ich eh tot. Jetzt kann ich mein viertes Pokémon einsetzen. Los, Shiggy! Aquaknarre, ich hoffe, du überlebst das. Yay, ich hab's geschafft. 700 XP. Auli Macaroni. Nein! Du willst nicht meinen Platz wegnehmen. Jetzt hau hier ab und komm niemals zurück. Hey, ist aber frech. Ja. Wird mir gut gesagt, so hierher kommen. Nichts dafür. Oh, jetzt ist Tag. Um 4 Uhr ist Tag, alles klar. Und wir haben sie mindestens eine Stunde gesprungen. Ab und zu springt sie also mal eine Stunde, okay. Gut zu wissen. Blub, 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 blub. Da fällt sie oben raus. Was ist das? Achso. Das ewige grüne Paradies. Ah, da gab es keinen Platz mehr an der Schule, ne? Ah, kein Problem. Hier habe ich die Super Potion für dich. Für deine... Außerdem, wenn du dein Pokémon entwickelst, brauchst du mehr Erfahrung, um zu leveln. Nur ein Tipp für deine Adventures. Ah, dafür hast du aber auch mehr HP. Wild. Ah, hier, Safcon! Woo! Hier wurden 2 allerdings. Hier ist auch ein Habitat geben. Theoretisch kann das Ding nicht, das kann ja aber kann Tackle wahrscheinlich, oder? Ne, kann nur haben. Vor allem habe ich nichts davon, in Level 5 zu fangen, weil Level 5 oder so, Level 6 ist eh weiter entwickeln. Bei Shredding ist hier bei Shredding Skin. Preußen. Sag mal, das ist in meinem Preußen geheilt. Und mir ist das aufgefallen. 130 XP. Na, endlich. Das ist nun mal hier was. Damit kann man doch arbeiten, mal beim Leveln. Damit kann man doch arbeiten. So sagt man mir eh noch. Jetzt wollte ich das auch nicht fangen. Ich will den Rauch nicht fangen. Das gleiche Problem mit Kakuna. Kakuna auf Deutsch. Poison. Aber ist natürlich gut zum Leveln, weil die Dinger können nur harden und du brauchst einfach bloß viele Attacken. Das ist alles. Das ist dann doch relativ entspannt. Warum schon, wenn man vergiftet? Achso, weil das Ding halt selber gibt. Moment mal, ist denn das besser? Hm, nicht viel. Absorb. Constrict ist schon das Beste da noch. Dauert halt bloß ein bisschen. Nö, ihr habt den Zeit. Oh, jetzt hab ich Stringshot genommen, ich Trottel. Aber dafür gibt es halt Free XP und dass ich hier viel machen muss. Außer halt Attacken verbrauchen. Aber 128 XP, direkt bei mir 7 Jahre, direkt aufgeholt. Das ist schon relativ flott, die Karotti. Oh, Taubsi, dich hole ich mir. Ich hole ich mir. Poison Sting. Ich glaube, Constrict ist nicht so kräftig wie Poison Sting. Genau. Nee, Item Pokéball. Boah, ich habe ein Taubsi. Ja, Hondi, ich nehme dich auch mit. Wenn ich jetzt auf dich wechsle und Pack mache, ist der tot? Oh. Pack. Holy shit. Ah, Critical auch noch dazu. Sehr gut. So viel dazu.